Moin Servus und Mädels und herzlich willkommen zurück im Rundkurs Gaming und zu Panzer Quad 2 Axis Operations 1939. Wir sind in Vljordava. Ja, wird das so ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal, worum es geht. Ich sehe schon mal russische Fahnen hier. Oh, beziehungsweise sowjetische. Wir schauen mal. Herr General, wissen Sie schon das Neueste? Die Sowjets sind in Polen eingefallen. Okay, da kriegen die Polen jetzt von zwei Seiten Kloppe. Nicht so geil. Nach all den Schlägen, die wir den Polen bereits versetzt haben, und dieser neuen Invasion dürfte das Ende unseres Feldzuges bevorstehen. Viel länger werden die Polen nicht mehr Widerstand leisten können. Ganz unabhängig von dieser Entwicklung lautet unser Befehl nach wie vor, den weiten Kessel um Warschau zu schließen. Primäres Ziel, erobern Sie alle Siegfelder. Schauen wir uns gleich an, wie viele das sind. Vier konnte ich jetzt erspähen. Ja, die Polen mögen zwar bereits auf dem Zahnfleisch gehen, aber sie werden sich nicht kampflos ergeben. Sie müssen hier und hier mit Widerstand eingegrabener Kämpfer rechnen. Okay. Das hier sieht nicht so irre krass befestigt aus. Das ist schon ein bisschen heftiger. Schauen wir mal. Das Oberkommando weist ausdrücklich darauf hin, dass wir uns von den Sowjets fernhalten sollen, um das Risiko unbeabsichtigter Kampfhandlungen zu minimieren. Okay, also am besten nicht hier diesen Fluss, welcher auch immer das ist, das finden wir gleich raus, überqueren. Ich weiß nicht, was Sie darüber denken, aber vielleicht sollten wir zumindest versuchen, einen Blick auf das Kriegsgerät der Sowjets zu erhaschen. Ja, da können wir ja mal Aufklärungsflieger hinschicken. Auf zum Sieg für das Deutsche Reich. Ja, was haben wir denn hier? Lars Müller, zwei Bewegungen. Ach, Aufklärungsflugzeug. Oder, oh, für wen es auch richtig geil wäre, wenn unsere Bomber. Können ja auch zweimal angreifen. Aber vielleicht nicht unbedingt nötig. So, das hier ist der Bug. Der scheint auch tatsächlich unser Einsatzgebiet von dem der sowjetischen Armee zu trennen. Ne, die haben hier drüben schon eine ganze Menge. Eingenommen. So, Siegfelder einnehmen. Fünf. Ah, ich dachte vier nur. Schauen wir mal. Eins, zwei. 3, 4, ah, hier oben sind 2 und da ist 5. Okay. Wir haben wieder genau 62 Punkte zur Verfügung, so wie letztes Mal. Der Panzerzug kostet auch 2 Einheitenpunkte. Ja, die Brückenpioniere brauchen wir, glaube ich, nicht. Die schieben wir direkt in die Reserve. Panzerzug auch, ne? Macht er uns. Ja. So, da haben wir noch 3 Punkte. Die wir zum Beispiel in einen Panzer oder sowas. Gibt es eigentlich neues Gerät inzwischen? Sieht nicht so aus. Was haben wir da in der Reserve? Jäger würden 3 Punkte kosten, Panzer. Den Panzerzug, wo könnten wir den denn benutzen? Ja, hier gibt es tatsächlich eine Schiene. Dreizehn, 17 hat er. Ist also nicht so gut wie unsere Artillerie. Die würde ich natürlich gerne mitnehmen, kostet aber 4 Einheitenpunkte. Das funktioniert also schon mal nicht so. Dann nehmen wir hier diesen Panzer mit. Er hat dann nämlich auch seinen dritten Stern voll. Und dann haben wir noch einen Punkt irgendwie übrig, mit dem ich nicht so genau weiß, was ich anfangen soll. Das
So, Aufklärungsflugzeuge, hier. Bekommt einen Helden zugewiesen, nämlich Lars Müller. Ja, und dann ist das wahrscheinlich unsere Kampftruppe, ne? Von wo aus können wir denn starten? Von hier vorne. Wir werden wahrscheinlich zwei Abteilungen bilden. Eine geht hier entlang, eine geht da entlang. Die Panzer werden sich so durch die Mitte vorarbeiten, während die Infanterie hier außen dieses etwas für Panzer schwerer zugängliche Gelände räumt. Ja, dann fangen wir einfach mal an, ein bisschen aufzustellen. Wir schmeißen einen Aufklärer, den hier vielleicht, nach ganz vorne. Dann brauchen wir hier auf der Seite Infanterie. Die Azul-Infanterie geht hier auf der Seite mit. Ein paar Grenadiere. Ein paar Pioniere und eine normale Infanterie. Außerdem brauchen wir da noch eine Flugabwehr. Hier ist ein Korridor, wo wir durchkommen. Wir könnten hier auf der Seite auch ganz gut die Straße benutzen. Mal sehen, ob es clever ist, hier mit der Infanterie durchzurücken. So, dann die Panzer hier durch die Mitte. Und natürlich Flugzeuge, ja, die versuchen wir möglichst alle von hier vorne starten zu lassen. Bomber nach vorne. So, okay. Das ist unsere Aufstellung. Dann gucken wir mal, was hier passiert. Ob die Russen sich irgendwie noch einmischen oder nicht, oder doch. Ihr seid ein Jäger. Die tuten zumindest so, als wenn sie ein Jäger wären. So, hier auf der Seite scheint schon mal alles frei zu sein. Ach, na, war natürlich blöd. Da hätte ich erstmal Aufklärer dazwischen setzen sollen, ungefähr so. Die kommen natürlich hier überhaupt nicht weit. So, und dann sieht das so aus, als wenn wir hier diese Mitte schon mal gesichert hätten.
Da befestigt die Stellung. Hier ebenso, aber davor scheint sich nichts mehr abzuspielen. Da steht auf jeden Fall eine Flugabwehr dahinter. Da könnte ich hier irgendwo auch eine stehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt unbedingt sofort rausfinden möchte. Die Artillerie ist ein bisschen geschützt hier. Hier bilden wir das berühmte Panzerknäuel. Also von den Polen kommt hier scheinbar echt nicht so viel. Ich vermute, hier werden sich echt die Russen mit einmischen. Mal schauen. Nein, sie haben einen Bomber getroffen. Ist das Artillerie? Ja, das ist Artillerie. Die könnten wir ja direkt mal ausschalten. Und dann stehen wir da vorne relativ alleine da. Aber das ist vielleicht echt gar nicht so schlimm. Ach, sind die langsam. So, hier steht eine Panzerabwehrkanone. Panzer ziehen wir direkt ein bisschen zurück.
dann sollen die hier einfach so ein bisschen die Linie sperren. Warum können die denn hier nirgendwo mehr absitzen? So, wir schauen mal, ob sich hier hinten Flugabwehr befindet. Da scheint die nächste Flugabwehr zu sein. Na dann, Attacke. Okay, danke schön. Irgendwie komme ich da aber nirgendwo so richtig ran von hier hinten. Das ist mal direkt schade. Kann man aber nichts machen. Ja, hier dieses Flugfeld. Den bräuchten wir als nächstes. Vielleicht können wir hier so ein bisschen rumzirkeln. Mal gucken. Oha. Direkt aufgerieben. Und dann kommt hier so ein Mini-Panzer angefahren. Und noch einer. Und noch einer. Jetzt übertreiben die aber. Oh, Überlebenskämpfer sind sie geworden. Sehr gut. Es ist bewölkt heute. So, dann dürft ihr euch hier zurückziehen. Kann ich hier mit zurücktreiben? Ich kann da vielleicht sogar wieder wegfahren. Ich komme nicht ran. Na, wir schauen mal, was wir ausrichten können. Sehr gut.
Einer nur? Ach, lass dem. Ihr seid die Falschen hier. Euch wollte ich. So, euch verstärke ich einfach. Und dann fliegen wir mal hier eine kleine Patrouille am Fluss. Hier sitzen die nicht ab, wie es aussieht. Okay, dann müssen wir es irgendwie ein bisschen anders verteilen. Ach, dahinter. Naja, wir brauchen hier ein bisschen Luftunterstützung. Oh, wie gemein. So, das war's schon wieder. Also sehr vorsichtiges Vorrücken hier noch. Mal schön in enger Formation. Das hätte ich natürlich wieder zuerst machen sollen. So, ihr werdet verstärkt. Ja, ich denke, wir werden die Straße hier benutzen, um direkt nach Lublin vorzurücken. Und die Straße scheint auch tatsächlich frei zu sein. Können wir das vielleicht... Ja, keine gepanzerten Einheiten, die uns da schnell in die Flanke fallen könnten. So, die Jungs werde ich hier wieder zurück in die Mitte ziehen. Na, schade, ich wäre hier hinten echt gerne durchgerückt. Funktioniert aber noch nicht so richtig.
Infanterieabwehr-Veteran Stufe 1 sind die geworden, sehr schön. So, und dann können wir diesen Flughafen hier benutzen. Das ist doch auch was. Ah, wen will ich denn lieber ausschalten? 11-7, 11-7. Ah, die Jungs hier haben die bessere Verteidigung. Zuerst den Jäger, der setzt sich dann nämlich hier in die Mitte. Und dann können wir die Bomber außen herum positionieren. Die dürften es eigentlich nicht bis dahin schaffen. Allein schon, weil unser Panzer im Weg steht. Hier von der Seite sind halt. Ist halt ein kleiner Fluss im Weg, also müsste eigentlich safe sein. Panzer im offenen Gelände an. So, das ist die Straße. Wir folgen der Straße, nicht den Eisenbahngleisen. Und da haben wir schon mal einen Bunker. Der hat uns schon gesehen. Lassen wir die Jungs einfach hier stehen. So, dann schauen wir uns das Ganze auch mal an. Hier könnte ich höchstens ein bisschen ausbuddeln. Hier könnte ich vielleicht ein bisschen was ausrichten. Dann kann ich hier genauso gut Jäger hinschicken. So, ihr rückt mal hier durch. Euch setzen wir dort ab. Und dann funktioniert das hier auch. Einfach hier über den Fluss gehen. Ist natürlich auch schön.
Achso, ihr könnt euch nicht mehr bewegen, euch habe ich gerade erst verlegt. So, da haben wir die hier schon mal eingekesselt. Aber euch sollte ich vielleicht nicht da hinten stehen lassen. Mal sehen, was hier oben passiert. Flugzeuge. Na gut, die kriegen wir aber ganz gut unterdrückt. Die haben hier den Ausfall gewagt gegen die Panzer ins offene Gelände. So, dann können wir die Pioniere, denke ich, direkt da vorne absetzen. Ja. Ja, dann bauen wir das halt so auf. So, dann können wir den hier auch auf die Pelle rücken. Euch werde ich erstmal verstärken wollen. Das hier ist offenes Gelände. Ja, vielleicht können wir die hier ein bisschen einkesseln. Müsste ich allerdings ein bisschen Infanterie abzweigen hier. Oh, der erste Treffer war sehr gut, dass der einen Punkt höher ausgefallen ist. Oh, da auch sehr gut. Okay, davon nicht so gut. Ja, mal sehen, ja, wenn der Panzer hier hin rückt und der hier hin, dann haben wir die Jungs hier zumindest eingekesselt. Das wäre auch schon mal gut. So, wir schauen uns mal an, was hier hinten noch so steht. Auf jeden Fall keine Flugabwehr. Ein paar Pioniere, eine Infanterie, der Bunker und Panzerabwehrgeschütz. Also Doll ist hier hinten Lublin nicht verteilt, verteidigt. Verteilt. Auch nicht, ja.
So, die können sich ja hier wahrscheinlich nicht über diesen Fluss versorgen. Oh, hallo. Ah, die sind besser als die polnische Infanterie. 2 Punkte mehr Verteidigung, 1 Punkt mehr Initiative. Ja, hier können wir eigentlich direkt vorrücken. Wir bekommen Unterstützung durch diesen Panzer. Und haben die Jungs damit auch schon eingekesselt. Ach, und ihr seid doch sowieso unsere Superartillerie hier. Können wir das ja direkt so machen. Ach nein. Ah. Scheiße, jetzt kann natürlich meine... Ja, ich hätte es andersrum machen sollen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie sich sofort zurückziehen hier. Okay, gut. So, hier drüben wird offensichtlich noch ein bisschen gekämpft. Echt unsere Flugabwehr angreifen. Dann lässt sich das aber so gar nicht gefallen. Wieso? Was? Das war doch garantiert eine russische Einheit. Die wollen doch nicht ernsthaft gegen uns vorrücken, oder? Will ich. Oh ja, ich konnte sie echt da rausdrücken. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir die hier angehen. Ich denke, ich kann mich jetzt hier reinwagen. Die sind nämlich quasi komplett unterdrückt. Und da ist dann egal, wenn ich in diesem engen Gelände stehe. So, wie sieht denn das aus, wenn ihr hier so ein bisschen rumrückt? Wird das hier leider trotzdem nichts.
Ja, von daher lassen wir das. So, und graben die aber echt nur ein ganz kleines bisschen aus. Die werde ich gleich durch den Panzer sichern. Und die haben sich direkt ergeben. So, ich hoffe, die wollen uns hier nicht irgendwie ans Bein pissen. Keine Ahnung, was die Russen da vorhaben. Trotz Aufklärung und Superpionier sein, haben die es dann nicht gebacken bekommen. So, ihr kommt hier so ein bisschen zur Seite. Ihr greift hier von der Flanke einmal an. Sehr gut funktioniert. Ja, hier rücken wir einfach nur so ein bisschen weg. Ziehen die Artillerie hier hinter, um die beiden Einheiten gegen Ausfälle zu schützen. Und dann habe ich immer noch Bomber übrig und Jäger und überhaupt Aufklärer. Hier haben wir noch ein paar polnische Bomber, direkt bei einer Flugabwehr. Die gehen uns noch nicht auf den Sack, die können wir erstmal in Ruhe lassen. Katjuschas. Was haben die für eine Reichweite? 3. Achso, aber nur weil die auf dem Berg stehen, ne? Normalerweise haben die 2. Hier haben wir ein bisschen Artillerie. Sag ich ja, das war russische Artillerie, die uns hier beschossen hat. Das ist vorne Schneck von denen. Also vielleicht müssen wir diesen Übergang hier sogar noch gegen die Sowjets verteidigen. Beziehungsweise, da würde es ja schon reichen, diese Brückenpioniere hier zu zermanschen. Wenn die hier wirklich irgendwas planen sollten. Wir schauen uns das mal an. Da hätten wir schon geeignete Mittel zur Hand, denke ich. So möchte ich.
paar Bomber nach hier oben verlegen. Ja, würde ich gerne, aber der Flughafen gehört natürlich nicht mir. Super. So, wir fliegen hier mal ein bisschen von der Luftabwehr weg. Aber versuchen da oben ein bisschen Augen drauf zu halten. Ja, jetzt stressen wir uns doch. Ja, da kommt's wie erwartet zum Ausfall. Pioniere. Das waren Katyushas. Was haben die denn hier vor? Muss ich jetzt wirklich eine Infanterieeinheit hier zurücklassen, um diese Stadt zu schützen? Ah, die sind nicht krass. Ich lasse vielleicht meine Aufklärer hier hinten. Die werden mit denen fertig. Könnte ich mir vorstellen. So, dann toben wir uns hier ein bisschen aus. Er lebt noch. Okay. Erfolg sieht anders aus. Warum habe ich ja meine Artillerie nicht eingesetzt? Man weiß es nicht. Hier kommen wir echt ein bisschen vorwärts, wenn wir Bock haben. So, hier drüben, das glaube ich für unsere Aufklärer. Und dann können wir hier richtig schnell vorrücken. Moment mal. Ah, nee, die kommen da nicht ran. Ich dachte, die hätte ich dann hier ja vielleicht auch in diese Stadt reinziehen können, aber nee, nee. Überrannt. Sehr gut.
Die Panzer brauche ich da oben wahrscheinlich gar nicht, ne? Also es kommt halt drauf an, was die Jungs da treiben. Ich werde mal hier zur Bewachung unseres Flughafens benutzen. Dann würde ich sagen, für heute lassen wir es dann dabei. Ich werde der KI natürlich noch die Gelegenheit geben, sich ein bisschen auszutoben. Wir versuchen das hier hinten so ein bisschen im Auge zu behalten, alles. Das könnte uns nützlich sein. Was haben die hier getan? Achso, finden wir beim nächsten Mal raus. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dann werden wir mal gucken, wie sich die Sowjets hier verhalten. Und wie schnell wir Vlodava einnehmen können. Aber für heute war es das, wie gesagt. Macht's gut, bis dann, habt einen wunderschönen Tag. Ciao.